Jetzt fangen wir an mit Tony Hawk's Skateboarding. Ein Live-Let's Play für mich. Noch nie gespielt. Oder vielleicht mal ausgeliehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir fangen einfach mal mit dem Career Mode an. Neues Spiel. Und Dennis hat mir gesagt, ich soll keinen Tony Hawk nehmen. Also jedenfalls keine Leute, die Vert sind. Also die gerne in Halfpipes fahren, weil die scheiß Flip-Sachen haben. Dann habe ich dem Dennis gesagt, ja komm, dann mache ich einfach Rodney Mullen, aber die gibt's hier nicht. So. Den haben wir denn? Chad Muska, den nimmt Dennis immer. Also ich glaube, wir müssen einfach irgendeinen nehmen, der einen guten Olli hat und wenig er. Andrew Reynolds. Rune Glyphberg. Jamie Thomas. Alyssa Steamer. Alyssa Steamer ist aber, glaube ich, auch ein Birdskaterin. Eins. Weil der hat hier, er hatte viel. Und wir brauchen aber mehr so Olli, ne? Dennis hat immer Chad Muska, glaube ich, genommen, ne? Was hat der denn hier? Der hat viel Balance und viel Olli. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Vergleichbares finden, weil den möchte ich nicht nehmen. Obwohl der hier ist... Der ist auch sehr gut, ne? Geoff Rowley, oder wie der heißt. Ist der nackig? Ne, der hat ein T-Shirt an. Nimm das Vibes-Bild. Ne, aber das Vibes-Bild ist, glaube ich, Birdskaterin. War doch so, ne? Ne? Ja, die hat aber auch viel eher. Ach komm, wir nehmen einfach die Fotze. Einfach, weil wir es können. So, was haben wir hier für... Wir haben keine Decks. Doch, wir haben wohl Decks. Aber nur beschissen, das ist das Schöne. Wir möchten gerne... Loose. Weil dann können wir uns besser bewegen. Und die Reifenfarbe nehmen wir hier Oldschool Weiß. Vor allem auch Reifen. Reifen! Gut. Dann fangen wir mit dem Warehouse an. Die Map kenne ich auch nur von Tony Hawk's Pro Skater 5. Da ist sie so ein bisschen angedeutet. Die ist nicht komplett so, wie sie da jetzt ist. Und aus Tony Hawk's Pro Skater HD. Was haben wir hier? 5000 Punkte? Also, das müssten wir ja schon mal hinkriegen. Smash the Boxes, also Boxen suchen, Get Skate, Hidden Tape und 15.000 Punkte. Das Problem ist bei diesem Spiel, dass wir keine Reverts machen können. Das heißt, wir können... Ich glaube, wir können sogar gar keine Manuals an sich machen. Also wir können die Punkte... Wir können das nicht so wirklich miteinander verbinden, so. Das, was ich eigentlich gewöhnt bin. Na gut. Nee, Manuals funktionieren nicht. Warum ist die... Das hat aber vorhin noch nicht so gedingst. Ah! Ich glaube, ich muss die Playsee gleich mal auf den Kopf drehen. Das werde ich nach diesem Lauf hier machen. Weil wir hier schon so elendig viel gerissen haben. Ah! Warum stehen die so rum? Oder hochkant drehen. Das wäre, glaube ich, auch eine Idee. Aber vorhin hat das nicht so geruckelt, als ich getestet habe. Warum stöhnst du so? Also so kriegen wir auch keine Probleme mit der GEMA. Yay! Skate hätten wir. Was ist das? Was ist das? Komm, gib Gazen! Okay, das Tape ist da oben. Versuchen wir mal gerade, ob wir einfach an das Tape kommen. Schön dran vorbeigeflogen. Okay, Tape hätten wir. Highscore hätten wir auch. Läuft die Musik jetzt richtig?
Hört sich so an, ne? Dann lasse ich die jetzt mal so stehen. Okay, drei Tapes hätten wir. New Decks. Okay. Ja, gerne. Darf ich denn? Enter Name. Habe ich es kaputt gemacht? Oh. Ich habe mich als nichts benannt. Okay, retry. Jetzt machen wir die Boxen kaputt. Warum stöhnst du so? Die letzten, die sind wahrscheinlich hier oben irgendwo. Okay, 5 Boxen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon alles. Wir müssen nur noch die 15.000 Punkte machen. Ja. Musik scheint richtig zu laufen. Das ist sehr gut. Dann war das wahrscheinlich nur dieses eine Lied. Oder die Playse musste sich erstmal einfahren. Komm! Nein, wir fehlen nur noch 700 Punkte. Finish your tricks before landing, natürlich. Dankeschön. Ja, das ist echt heftig. Vor allem Dennis, der kann auch die ganzen Special Tricks und so. Die ich halt nicht kann. ist halt buntes Werk. Safe Career. Ja, komm, mach. So, Getränk, Getränk, Getränk. Erstes Level hätten wir schon mal fertig. Wie ist das jetzt eigentlich? Ich will jetzt nochmal gerade gucken wegen den Punkten. Das ist so ein dummes Lied. So, was sind das Bonus? Ach, das sind nur Punkte. Ich dachte, das wären Stat Points. Ach. Ja, dann. Der Tony Hawk, ja. So. Dann hätten wir hier alles. School Miami. Kenne ich auch von... Ich glaube von Pro Skater HD. Also da auf jeden Fall her. Was haben wir hier überhaupt? Grind 5 Tables. Grind 5 Tables. Hidden Tape. 25.000 Punkte. 7.500 Punkte. Und Skate. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Jetzt muss ich mich hier erstmal zurechtfinden, Leute.
erstmal zurechtfinden. Weil das ist jetzt hier unbekanntes Gefilde. Ah, da ist das Hidden Tape, glaube ich. Ja, da oben. Dann holen wir erstmal Skate, wenn wir das noch hinkriegen. Teil 5 ist so scheiße. Also. Sogar für einen Cent wäre das noch rausgeschmissenes Geld. Das ist echt nicht gut. Los, gib Gas. Oh, ich habe gerade erst gesehen, wir haben überhaupt keine Anzeige so. Also so eine Gleichgewichtsanzeige. Okay, Highscore haben wir. Selbst der Timer ist da gesponsert. Ja. Nee, jetzt nicht. Ich will nicht nach jedem Ding da. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir. Da hinkommen zu dem Hidden Tape. Rim, rim, rim. Da, okay, wir müssen da hoch. Yay! Wir haben das Hidden Tape. Hidden Tape. Ja, aber Pro Skater HD ist halt noch ein vernünftiges Spiel, was noch Spaß gemacht hat und so. Aber Pro Skater 5, das ist echt der letzte Scheiß. Achso, Bänke müssen wir noch grinden, ne? Hier ist einer. Gerade mal ein bisschen auskundschaften. Hier ist noch einer. Ich schätze mal, die sind so ein bisschen nach der Reihe irgendwie angeordnet, dass man die alles in einem irgendwie abfahren kann. Da ist noch einer. Ah. Klong. Ja, aber es macht halt Spaß. Da ist auch noch einer gewesen, da fehlt uns noch einer. Nee, ich will nicht. Ach Gott. Dankeschön. So, Tische.